Paket war an Angela Merkel persönlich adressiert und in der Poststelle des Kanzleramts aufgefallen. Daraufhin machte es die Polizei offenbar mit einer Wasserkanone unschädlich. Als Absender war das griechische Wirtschaftsministerium angegeben. Das lässt auch deshalb aufhorchen, weil heute in Athen Briefbomben an mehrere Botschaften gingen, unter anderem an die Deutsche. Die Bundeskanzlerin selbst war heute in Belgien unterwegs. Die Eilmeldung kam kurz vor 16 Uhr. Bombenalarm im Kanzleramt. Die Kanzlerin selbst war nicht im Haus, sie hielt sich zu politischen Gesprächen in Brüssel auf. Schnell war die Hauptstadtpresse vor Ort, um die weiteren Sicherheitsmaßnahmen zu beobachten. Der Zutritt zum Kanzleramt war nicht gestattet. Auch Bilder von den Sprengstoffexperten gibt es nicht. Das Bundeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Vor wenigen Minuten trat Regierungssprecher Seibert vor die Presse mit weiteren Informationen über das Bombenpaket. Es war an die Bundeskanzlerin persönlich gerichtet. Die Untersuchung zeigte, dass der Inhalt des Päckchens zumindest geeignet war, Menschen zu verletzen. Es ist von Experten des Landeskriminalamts unschädlich gemacht worden. Das verdächtige Paket war von der Zustellerfirma bei der Poststelle des Kanzleramtes abgegeben worden. Die Vorprüfung erfolgte aber nicht im Hauptgebäude, sondern einige Meter entfernt an der Pforte. Das Paket fiel auf, weil es einen griechischen Absender hatte. In Athen war heute auch die deutsche Botschaft Ziel eines Bombenanschlags. Die Annahme des Paketes war dort jedoch verweigert worden, weil der Absender fehlte. Seit zwei Tagen werden die griechischen Sicherheitskräfte durch eine Reihe von Bombenanschlägen in Atem gehalten. Bei Explosionen in der russischen und der Schweizer Botschaft wurde aber niemand verletzt. Viele in der Bevölkerung, allen voran, aber in der linksautonomen Szene Griechenlands, geben den europäischen Regierungen die Schuld dafür und allen voran auch der Bundesregierung in Berlin. Die Kanzlerin dankte den Sicherheitsbeamten für ihre Besonnenheit. Der Bundesinnenminister will zur Stunde weitere Details bekannt geben. Thomas Walde in Berlin, wie gefährlich war diese Bombe? Nun, das war die erste offizielle Bestätigung, die wir da am Abend gehört haben vom Regierungssprecher, dass dieses Paket geeignet gewesen sei, Menschen tatsächlich zu gefährden und zu verletzen. In diesen Minuten erwarten wir weitere Informationen vom Bundesinnenminister. Nach Informationen meines Kollegen im Hauptstadtstudio Klaus Brodberg will Innenminister de Maizière dort noch einmal diesen Zusammenhang herstellen, auf diesen Kontext verweisen mit den anderen Anschlägen, den Päckchen, die dort verschickt wurden in Griechenland. Und wir erinnern uns, dass dort zumindest ein Päckchen ja explodiert ist in der Schweizer Botschaft. Es hat eine Stichflamme gegeben beim Öffnen. Dann haben Mitarbeiter der dortigen Botschaft es aus dem Fenster geworfen, wo es dann zur Explosion kam. Also das würde einmal mehr zeigen, dass dieses Päckchen, das hier heute einging, geeignet gewesen war, Menschen zumindest zu verletzen. Wie hat das Kanzleramt bislang reagiert? Also heute Abend ist es wieder ruhig, muss man sagen. Das Kanzleramt ist ja den ganzen Tag über nicht evakuiert worden. Ein Grund dafür war, dass dieses Päckchen rechtzeitig entdeckt wurde in der Poststelle. Diese Poststelle befindet sich nicht im eigentlichen Gebäude des Kanzleramtes, schon auf dem Gelände, aber nicht im eigentlichen Gebäude. Und es konnte dann rechtzeitig unschädlich gemacht werden, sodass keine unmittelbare Gefahr für das Kanzleramt bestanden habe. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt das Bundeskriminalamt. Von hier aus dem Kanzleramt heißt es nur, dass hier dort keine weiteren Informationen vorliegen, dass dieses Päckchen nicht mehr hier sei, sodass jetzt auch keinerlei Gefahr für das Kanzleramt mehr bestehe. Thomas Walde, für den Moment vielen Dank.